Überhaupt im Football haben wir sehr viel Trainingsaufwand. Jeder muss wissen, wo muss er bei dem Spielzug auf dem Platz sein und was ist seine Aufgabe da. Beim Football ist Verletzungsrisiko nicht viel anders wie beim Fußball, muss man jetzt ganz klar sagen. Es gibt genügend Studien dazu. Und so kommt es eigentlich dann meistens nur zu irgendwelchen Muskelverletzungen, die man auch vom Fußball kennt. Beim Cheerleading kann jeder mitmachen, ob Mann, Frau, divers, also jeder ist willkommen. Das Wichtigste ist beim Cheerleading auf jeden Fall der Teamgeist und der Teamzusammenhalt. Man muss sich vertrauen beim Cheerleading, besonders wenn man solche Figuren macht. Und das ist eigentlich auch das Schöne dran. Ja, das Spiel prinzipiell ist viel anstrengender wie ein Fußballspiel, behaupte ich mir. Und es zieht sich halt einfach in die Zeit ein. Also man muss wirklich fit sein. Das Schöne am Football ist eigentlich, dass das Ganze nur im Team läuft. Du musst halt einfach zusammenhalten und es geht einfach alleine. Das ist das Allerschönste an dem Ganzen. Wir haben eine Position für jeden. Ja, also es ist jetzt egal, ob du jetzt der super Sprinter bist oder ob du Korpulöser bist, sag ich jetzt einmal. Ja, für jeden ist da irgendwas dabei und für jeden gibt es da einen Platz.